Ja, erstmal begrüße ich auch alle recht herzlich hier nochmal. Ja, die Freude und die Erleichterung ist natürlich riesengroß, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Wenn man natürlich so ein Spiel wie letzte Woche, wo man eine richtige Klatsche gekriegt hat, ja, dass dann natürlich auch so ein bisschen der Tiefpunkt gekommen ist. Ja, und die Stimmung natürlich auch nicht gerade so positiv ist, aber ja, ich habe schon gespürt, auch diese Woche im Training, dass die Jungs gewillt waren, dass sie heiß waren. Und das Gute war auch jetzt, dass wir viele Defensivspieler, ja, die uns jetzt gefehlt haben, auch wieder zurückgekommen sind. Ja, das war ganz, ganz wichtig. Das hat uns in den letzten Wochen auch so ein bisschen gefehlt. Ja, und da sieht man auch mit dem Manu Strahler, dass da ein wichtiger Spieler wieder dabei ist, der einfach auch diese Mannschaft pusht, ja, der da positiv diese Truppe auch in die richtige Richtung bringt. Ja, und das ist einfach das, was wir brauchen. Und das hat man heute auch gesehen, dass da auch ja, einfach eine Mannschaft auf dem Platz stand, die von der ersten Minute an, glaube ich, auch gewillt war, dieses Spiel zu gewinnen. Klar, ja, was natürlich auch in dem Sinne wieder ein bisschen enttäuschend ist, sind natürlich so Situationen, dass wir, ja, schön, dass wir haben es gestern noch genau diese Situation trainiert und dass wir dann natürlich gerade bei dem Standard zwei solche Tore machen, ist natürlich überragend und natürlich sehr, sehr schön, aber was natürlich das Zweite wieder, was ein bisschen die Stimmung meinerseits ein bisschen trübt, ist, ja, dass wir drei Tore und davon zwei Standard und ich glaube, wir haben wieder 6, 7, 8 Riesenmöglichkeiten, ja, wo wir das Ergebnis noch viel höher schrauben hätten können, ja, und klare Möglichkeiten und wieder aus dem Spiel heraus nicht schaffen, viele Tore zu machen und ja, eigentlich den Gegner, und das habe ich auch der Mannschaft gesagt, ja, dass es gefährlich ist, ja, gerade auch so ein Ergebnis zur Halbzeit 2-0. Ja, und das habe ich auch der Mannschaft klar gemacht, dass Heimstetten in den letzten Spielen, auch wenn es vielleicht ja, von den Ergebnissen her nicht so läuft, aber sie immer wieder gefährlich sind und auch nach Rückständen immer wieder zurückkommen, ja, und Ergebnisse auch nochmal nicht zu ihrem Gunsten, aber auch zu Unentschieden dann gedreht haben. Ja, und deswegen mussten wir höllisch aufpassen. Ja, aber die Mannschaft hat da wirklich gut gearbeitet. Ja, man hat gesehen, nach dem 3-0 hatten wir so ein bisschen kurz den Faden verloren, wo wir auch dann den Gegner, ja, ein bisschen, ja, auch teilweise ein bisschen wenig Druck dann wir drauf hatten und der Gegner ein bisschen besser ins Spiel gekommen ist. Aber gut, ich denke, zum Schluss trotzdem war es hochverdient. Ja, und wie gesagt, wir sind alle hochzufrieden und natürlich total erfreut, dass wir endlich auch wieder einen richtigen Schritt in die richtige Richtung machen konnten.